Hallo, grüß euch. Ich bin jetzt in Oberstdorf vor dem Hotel der deutschen Skisprung-Nationalmannschaft und ich freue mich heute, dass ich den Gregor Stierenzauer und den Severin Freund abholen darf und zum Training bzw. auf die Schanzen chauffiere. Was rennst du jetzt bei der Tournee aus? Du, es ist jetzt ja schwierig davor. Also ich glaube, dass ihr dazugehört zu den Leuten. Ja. Und wir haben, vergiss immer wieder, ich glaube 6 oder 7 Sieger jetzt in die Weltcup springen. Also es ist keiner, der wegspringt. Man kann sie nicht erzwingen, sondern im Prinzip nur auf sich selber vertrauen und das machen und durchziehen einfach fertig. Genau. Ja. Ich finde auch den Mythos einfach zwischen Deutschland und Österreich halt auch immer irgendwie cool. Also, ich glaube, dass es mittlerweile. Obwohl es jetzt eigentlich ja nichts Dramatisches genau, ist. Genau, ich wollte es gerade sagen, es wird öfter ein bisschen dramatischer dargestellt, es als es eigentlich ist, weil wir verstehen uns ja eh. Aber es macht den Reiz irgendwie aus. Ja, klar. Also nicht für uns jetzt sondern fürs Rundherum. Ich weiß leider nicht mehr, wie oft Österreich jetzt gewonnen hat in den letzten Jahren. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, das ist ganz komisch. Macht es euch auf der Schanzen aus, gell? Wie immer. Das sowieso. Großartig, jetzt fahren wir eine mit dir. Ja, ich war's. Jetzt schon, gell? Ja. Hey, mach's gut, halt durch. Danke. Mach's gut. Okay. Die Grüße. Shuttlefahrer ist da. Ja, die weißen Handschuhe schnitt mir. Den glaubt mir, ne? Ja, natürlich. Ja. Wenn das ein Tor schon kaputt. Bitte vorsichtig, weißt du? Nicht, dass ich mit einem flauen Magen heute springen muss. Wie schaut das eigentlich bei dir aus? Hat sich bei dir Thema Angst auch ein bisschen? Du, Angst oder und Geld nie gehabt? Hast du, ja. Pass auf, das kommt schnell. Nein, du, Angst eigentlich, muss ich wirklich sagen, Gott sei Dank nicht. Ist auch gut so. Aber schon Situationen, wo du dann schon Gedanken machst oder wo der Respekt dann schon extrem ist. Wichtig ist einmal ein guter Start, oder? Ja, die Tournee wird mein Oberstdorf nicht gewinnen, aber man kann sie verlieren. Ja, ein guter Start war natürlich cool. Ja. Das Selbstvertrauen. Für den Flow und für den Flow und das alles. Ja. Dann muss ich immer noch einen laufen. Der Rest muss ja passieren. Hat man auch nur gesehen, ob auch immer das Glück haben in Wien und mit den Lücken. So ist es, ja. Und ja, sicher alles möglich. Mit so einem Shuttlefahrer sowieso. Ja, das ist weil ich sehr regeneriert Boost, war, ja. Auch nach B kommen. Danke. Ja, was habe ich gemacht? Wie gesagt, ich habe die Ehre gehabt, dass ich den Gregor Stierenzauer und den Severin Freund zum Training bringe. Es war eine sehr spannende Aufgabe, das erste Mal eben sie zu chauffieren halt im Auto. Ja, und dann mitunter halt einfach sehr interessante Gespräche. Und ich muss auch sagen, es sind beide extremst locker drauf, für das, dass heute die Vier-Schanzen-Tournee beginnt.